Leute, nächstes Spiel, Dirt Showdown. Ist, glaube ich, was Besseres, ne? Dirt? Ist doch dieses Autospiel. Dirt Showdown? Das könnte ganz okay. Das könnte eigentlich ganz cool werden. Ganz cool sein. Ich muss es gerade nochmal suchen. DD, ich habe so viele Spiele. DD. Dirt Showdown. Was ist das denn? Oh, das ist 10 GB groß. Das kann ein bisschen das dauern. Ich schau mal nochmal kurz mal das Spiel an. Gucken wir noch mal, was wir denn da so bekommen haben. Dirt. Dirt, Dirt. Dirt Showdown. Dirt Showdown Demo, okay. Ja, alles klar. Wo ist das Spiel? Ich habe jetzt einfach mal Google geöffnet, weil ich mal unbedingt mal gucken wollte. Datum Erstveröffentlichung 2012. Colin McRae. Rallye-Serie. Codemasters. Ja, alte Generation. Gucken wir uns mal kurz ein Video mal an, würde ich mal sagen. Damit wir uns mal so einen kleinen Ersteindruck von machen können. Gucken wir mal. Sieht jetzt auf jeden Fall nicht schlecht aus. Wenn es denn mal starten würde. Komm schon. Starte das verdammte Spiel. Oder das Video. Das Spiel dauert ja noch ein bisschen. Oh, come on. Was ist denn los? Das habe ich öfter, die Scheiße hier. So, schraube ich mal hier die Qualität ein bisschen runter. Irgendwann haben wir es. Irgendwann kann ich es euch zeigen. So, dann gucken wir mal kurz rein. War auch schon wieder fast 5 Jahre her. Aber sieht gar nicht schlecht aus, das Spiel. Oh, ja, ja. Schönes Ding. Bin ja jetzt nicht so Racer-Fan, Fun-Racer vielleicht noch. Oder halt so Crash-Racer. Da haben wir aber auch schon gutes, da war schon gutes Spiel mitgezogen. Mit Toya, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber schauen wir uns das doch gleich mal an. Na, schon mal ganz nice aufgebaut. Alter, ich wundere mich gerade so. Alter, was ist denn das für ein Wetter draußen? Gut, jetzt scheint mehr oder weniger wieder die Sonne, aber es soll ja wirklich trüb bleiben. Und ich fühle mich halt, als hätten wir schon irgendwie fast Abend und irgendwie Winter. Also es ist ja schon nicht mehr so normal. Ja, gut, erstmal Audio runtergestellt. Ich schätze jetzt mal so, daher, dass das Spiel schon 5 Jahre alt ist fast, für 15 Euro oder 10er oder was, ist das schon wert und finde ich eigentlich ganz nice, ne? Dass das so, oh, ich müsste mal gleich mal die Grafik ein bisschen hochschrauben. Genau. Gut. Okay, er nimmt noch auf. Oh, jetzt sieht es natürlich noch geil aus. Da haben wir schon auf jeden Fall Glück gehabt. Also es ist wirklich ein geiles Spiel. Multiplayer funktioniert, glaube ich, nicht mehr, oder? Oder doch? Online? Ich bin jetzt mal gespannt. Geht das noch? Gibt es da noch was? Solo-Spiellisten? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja gut, dann machen wir mal Einzelspieler. Split-Screen, also dieser Aufbau hier mit den in der Arena, mit den Buchstaben, das ist ja schon cool. Hier, die Showdown-Tour. Joyride Challenges. Wir machen mal die Showdown-Tour. Ich habe noch nie Dirt gespielt. Okay. Das ist wohl mein Fahrzeug. Also grafisch ist das echt eine Augenweide. Oh, ist das cool. So, Nevada, jetzt wird spannend. Wer wird sich für die Dirt Showdown Tour qualifizieren?
Wie geil. Alter. Hier geht es ja ab. Oh. Das ist echt schon geil. Darf ich gleich, ja? Oh ja, jetzt darf ich, glaube ich. Was, wo, wo? Oh, also welches Spiel läuft denn noch auf den Pfeiltasten? Ah, es lässt sich gut spielen. So, jetzt überholen wir den doch gleich glatt mal. Drücke S um Nitro. Oh, ich bin in den reingefahren. Guck mal, ich hab Nitro. Oh, lol. Sollte vielleicht nicht allzu lang benutzen. Ah, ist ja echt schon geil. C, um die Ansicht zu ändern. Sehen wir mal zu, dass wir mal erster Platz werden, Leute. Boah. Oh, der Nitro ist echt geil. Ich bin auch voll gut. Ey, das läuft ja aber wie am Schnürchen. So, jetzt müssen wir ja den Bus haben überholt. Jetzt sind wir eigentlich Erster. Joa, wie viele Runden? Nicht ins Feuer fahren. Spieler 1. So heiße ich. Wollte mich jetzt nicht irgendwie noch weiter umbenennen. Steht fest, er hat es in die Showdown-Tour geschafft. Das war der Wahnsinn. Weiter geht's nach der Werbung. Weiter geht's nach der Werbung. Jetzt beginnt die Showdown-Tour. Klasse Rennen, du hast gezeigt, dass du es drauf hast. Jetzt wird's ernst. Willkommen bei Dirt Showdown. Wähle eine Option, dann kann die Party losgehen. Spy plus Pro. Wo sollen wir anfangen? In Miami oder in San Francisco? Oh, Miami ist ja geil. Ah, hier, guck mal. Alte Kumpels, die hier einen Rekord aufgestellt haben. Miami wird der Wahnsinn. Wählen Preisgeld 5000. Ich nehme mal den Beverly mit Tor. Mach dich noch ein bisschen hübsch, bevor du da rausgehst. Oh ja, grün. Entzücken. Ich werde dich anfeuern. Ich mag grün. Ich hoffe, man versteht mich jetzt auch, also... könnte ein bisschen laut sein. Das ist er, Leute. Das ist unser grüner... Grüner. Oh, Miami. Geile Kulisse. Miami fahren wir nochmal, würde ich mal sagen. Sowas würde ich auch gerne mal let's playen, also keine Frage, also wenn man es dann erstmal spielt, oh mein Autotür, dann macht sowas schon echt Bock. Jetzt muss ich aber mal ein bisschen aufholen hier. Ah, da gibt's, ich wollte gerade sagen, das waren irgendwelche Coins, aber ich glaube, das waren einfach nur Reifenteile, die ich da... Ja, Platz 6. Muss mich ein bisschen beeilen, Leute. Keine Ahnung, wie viele Runden. Boah. Das mit dem Crashen, das wird... Also, ich liebe ja Autospiele mit Crash-Funktionen. Und ich glaube, ich hatte mal eins auf der PlayStation 1 mit einem Kumpel. Da konntest du dich auch so crashen. Da gab es so eine Crash-Arena und sowas. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Ich hatte es mal gefunden, aber... Ich hab's wieder auf den Namen verloren. Weiß den Namen leider nicht mehr aus dem Kopf. Leider weiß ich das nicht mehr. Position 2, Position 2, Position, du Arschloch. Bin ich raus? Ist das Rennen zu Ende? Hier kommt sie, die letzte Runde. Och nee. Ey, das war doch so geil.
glaube, das wird nichts mehr. Was für ein Überholmanöver. Obwohl, alle sind relativ auf einem Haufen. Ja. Ich sehe sogar den Erstplatzierten. Das könnte vielleicht noch was werden. Aber mein Nitro ist voll im Arsch, oder? Oder kommen wir das nur so vor? Irgendwie schon. War ich mal irgendwas falsch? Nein, ich werde aber nicht mehr Erster. Der Sieger steht fest. Ein weiteres Auto passiert die Ziellinie. Schade. Dritter? Oh Mann, du hast die Latte heute echt hochgelegt. Warum schickst du dein Ergebnis nicht als Challenge an deine Freunde? Dann kannst du zuschauen, wie sie verzweifelt versuchen, deine Klasse zu erreichen. Neu starten, weiter. Ich bin Dritter geworden. Darf ich trotzdem nochmal, oder muss ich sogar nochmal? Oh, grafisch ist das gute echt Fahrt. Geil. Damit hast du ein bisschen Geld verdient für Autos und Upgrades. 3000. Zum Kauf freigeschaltet den Senden Cup. Außerdem hast du ein neues Event freigeschaltet. Zeig ihnen, was du kannst. Knockout. Rampage. Race Off. Das sind so verschiedene Spielmodi oder was? Das ist denn Rampage. Den Robson, den Jupiter. Immer den Jupiter. Eine Runde spielen wir jetzt nochmal, dann reicht's auch erstmal. Ja, komm, und nehmen wir mal den Skin Industry. Den pinken. Ach. The Wolfman. Vielleicht komme ich ja nochmal auf den Namen. Jetzt habe ich wieder voll Bock, irgendwie das Spiel auf der PS1 mal auszupacken. Ey, das ist ja wirklich. Zerstöre alle und schrotte viel mehr. Ich glaube, Dirt sind so auch mit einer der der besten Auto-Racer-Spiele-Serien, oder? Oder wie würdet ihr die jetzt einstufen? Habt ihr auch irgendwo einen Schadensmeter? Ja, ich glaube bei Status, ne? Ja, tatsächlich. Und ich muss da am meisten Punkte sammeln. Sowas wie hier, ne, meinte ich. Es gibt ja auch Early Access Spiele auf Steam, das nennt sich Next Car Game Breakfast, das ist darauf ausgelegt. Und das ist echt schon, das macht auch Spaß. Oh, scheiße. Aber ich bin Erster. Oh, Rampage macht echt Bock, Rampage ist echt geil. Welches ist eigentlich, wenn ich euch mal so in den Raum stellen fragen dürfte, welches ist denn somit das Beste? Dirt-Spiel der Reihe. Boah, ich bin mit 3000 Punkten vorne. Aber mein Auto ist gleich auf Schrott. Oh fuck. Oh fuck. Will nicht krepieren, bitte nicht. Schaut mal auf meine Statusleiste. Steigt die eigentlich auch wieder? Ich glaube ja, ne? Scheiße. Habe ich damit jetzt verloren, oder? Ah, ne, ich steige wieder ein. Das ist gut. Muss ich jetzt wieder aufholen und fleißig Punkte weitersammeln. Am besten gehe ich auf die, die jetzt eh schon ohnehin fast K.O. sind. Und ja, einige, ne? Fast alle eigentlich. Oh, der muckt jetzt aber. Der muckt jetzt aber. Ja, den klepfe ich mir jetzt vor. Ich hab ihn fast, Leute. Ja, ich hab ihn. Das gibt dann nochmal 1000 Punkte extra. Ist das cool. Bleib stehen, du Versager. Ja, ich habe ihn leider nicht eliminiert. Christian hatte mir gesnackt. Doppelte Punktzahl. Jetzt muss ich den und crashen.
Ja, die Zeit ist gleich zu Ende. Aber ich habe trotzdem 1000 Punkte mehr als die anderen. Warte mal, warte mal. Oh, ey. Ey, ich will nur einen Tod crashen, aber ich bin auch fast K.O. Ich will jetzt nicht nochmal sterben, bitte. Scheiße. Aber immerhin bin ich Erster geworden, ja. Ey, das ist ein cooles Spiel. Hab ich richtig Glück gehabt. Ein Random Key, wo ich sage, ey, das hat sich ja mal voll gelohnt. Ja. Aber ich glaube, meine Steam-Freunde haben so und so mehr Punkte. Insgesamt. Ja, 16.000. Ich mit 6.000 kann da nicht wirklich viel mitreden. Ja, Leute. Das war Dirt Showdown. Ich glaube auch so ein Sequel. Also nicht, es gibt ja Dirt 1, 2, 3, hast du nicht gesehen. Und das ist, glaube ich, nur einfach so, so ein Zwischenspiel. Ah, okay, cool. 8.000 haben wir. Ja, hat Spaß gemacht, fand ich cool, hat mir Bock gemacht. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann. Ja. Beim nächsten Random-Spiel wieder. Und ich glaube, hier sind die ganzen Spielmodi. Race off, Race, Rampage, kaputt machen, Knockout. Könnte auch nochmal geil werden. Und 8-Ball oder was das heißen soll. Hat 8-Ball nicht was mit... Ihr wisst schon, was zu tun mit Sprengsätzen und so? Keine Ahnung. Ja, Leute, danke fürs Zusehen. Bis dann.